Willkommen, liebe Leute, zu einem Wildpflanzen, Wissen und mehr. Und heute ist ein Meer, weil wir schauen sie Flechten an und Flechten sind keine Pflanzen. Was ist dann? Das erkläre ich euch gleich. Ich habe da auch was vorbereitet, dass wir uns das veranschaulichen können. Also keine Pflanzen, es ist so gesehen kein einziges Ding, sondern es ist ein Zweiteiler, der sich zusammensetzt aus einem Pilz und aus einem photosynthesefähigen Partner. Wieso ich das so sperrig und kompliziert sage, ist, weil dieser photosynthesefähige Partner kann entweder eine Pflanze sein oder ein Bakterium. Aber das kommt eh noch genauer. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Wenn ich mit euch spazieren gehe, wir schauen sie in der Regel die Samenpflanzen an. Das sind höhere Pflanzen, die was Wurzeln haben, eine Sprossachse haben und Blätter haben und die was sie über Samen verbreiten und die was Blüten haben. Also das sind ziemlich hochentwickelte Wesen und das da ist der Stammbaum der Pflanzen. Das heißt, da unten haben wir praktisch die Urgeschichte der Pflanzen und da hier oben haben wir die letzte Entwicklung, die moderne Pflanzenwelt. Die Urgeschichte, irgendwann hat es angefangen, dass es eben Cyanobakterien gegeben hat. Bakterien, die was Photosynthese betreiben können für eine Energiegewinnung. Also aus Sonnenlicht die nötige Energie für ihr Leben gewinnen. Cyanobakterien. Die haben sie dann weiterentwickelt und irgendwann haben sie die zu unseren klassischen Grünpflanzen entwickelt, wo eben auch die Grünalgen dazugehören. Und diese zwei Bausteine, Cyanobakterien bzw. Grünalgen, sind Partner vom Pilz, der was der Hauptteil von unseren Flechten ist. Die Pilze sind da gar nicht drauf. Wieso nicht? Pilze sind ein eigenes Lebewesen. Wir haben da wir Menschen haben nicht nur einen Vogel, sondern auch immer wieder den Drang, Dinge in Schubladen zu packen, dass wir es besser verstehen können. Wir versuchen, System ins Dinge zu bringen und das Ganze, Systematik der Lebewesen, haben wir ganz grob so aufgebaut. Es gibt einmal die Lebewesen und die Lebewesen, da gibt es Lebewesen, die was keinen richtigen Zellkern haben und dann gibt es, also die was aus Zellen aufgebaut haben, ohne klassischen Zellkern und dann gibt es Lebewesen, die was Zellen haben mit einem klassischen Zellkern und diese Lebewesen teilen wir dann wieder auf in Pflanzen, Tiere und Pilze zum Beispiel. Und die Pilze sind eben ganz eine eigene Lebensform und unterscheiden sie strikt von Pflanzen. Drum haben die eine eigene Lebensgeschichte. Die Flechten sind jetzt eben eine Verflechtung aus dem Lebewesen Pilz und aus dem Lebewesen Pflanze. Und da eben bei den Pflanzen diese Grünalgen, wo habe ich es? Grünpflanzen, Grünalgen oder eben schon aus einer Vorstufe unter Anführungszeichen ein Bakterium, das was Photosynthese betreiben kann. Das einmal zu dem, was ist denn das Ganze? Also wenn wir das da sehen, sehen wir, es ist auch in der Systematik auch in den Pilzen eingeordnet. Also wenn es Flechtenbestimmungsbücher sind immer Pilzbestimmungsbücher. Die Flechte bekommt den Namen vom Pilz, der was dieser Flechte zugrunde liegt. Ja, das einmal als Einstieg sozusagen, was wir denn da überhaupt sehen. Was wir da überhaupt sehen, das war auch gar nicht so schnell klar, weil nur im alten Griechenland ist geglaubt worden, dass die Flechten ein Baumauswuchs sind, also das gehört zum Baum, vielleicht eine Hautkrankheit vom Baum, irgendwie, dass das so gedeutet worden ist, beziehungsweise nachdem sie auch Flechten vorgefunden haben auf Steinen, da ist dann kein Bezug gesetzt worden, sondern da hat man dann ja glaubt, naja, das ist vielleicht, sind das Algen, da haben sie ja gar nicht so Unrecht gehabt, aber es war eben nicht klar,
dass das nicht nur eine Alge ist, sondern eine Verflechtung aus Pilz und Alge. Beziehungsweise ist auch lang geglaubt worden, naja, vielleicht, oder sind das Moose, wie es zu dem kommt, ist ganz klar. Da sehen wir zum Beispiel auch Moos, seht ihr das da. Aber es gibt ja nicht, es gibt nicht nur Flechten, das sehen wir nachher nicht noch genau. Es gibt ja nicht nur Flechten, die was da so, so komische Flecken bilden, sondern es gibt auch Flechten, die was ausschauen wie Moose, beziehungsweise sogar unter Anführungszeichen strauchig wirken. Also das war lang gar nicht so klar in der Wissensgesellschaft und Wissensgemeinde, um was denn da geht. Vor ca. 150 Jahren ist dann da einer draufgekommen und hat gesagt, hey, das ist nicht eins, sondern das sind zwei. Am Anfang haben sie es ihm, glaube ich, eh nicht geglaubt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber nach und nach hat er praktisch seine Mitwissenswelt überzeugen können, dass er da ins Schwarze getroffen hat. Wo wächst das ganze Zeug wieder? Und das ist wieder hochinteressant. Also wir haben da einen Reifen und wenn er schon länger da hängen würde, der Reifen hängt da, weil da Kinder ganz gern Schlitten fahren im Winter. Auch da drauf konnten sie wachsen. Sie sind von der Fläche, auf der sie wachsen, völlig ungebunden. Also die sind nicht angewiesen. Nein, das muss ich genauer sagen. Es gibt natürlich Flechten, die was gewisse Oberflächen bevorzugen. Aber es gibt Flächen, die was auf Gummi wachsen können. Es gibt Flechten, die was auf Eisen wachsen können. Es gibt Flechten, die was sogar auf lackierte Flächen wachsen können. Ihr seht, jetzt habe ich mal lauter menschengeschaffene künstliche Oberflächen genannt. Natürlich ist das nicht einer Grundlebensraum, sondern Flechten können, man könnte so sagen, auf Lebenden wie auf Toten wachsen. Also früher hat das geheißen, ihr findet Flechten auf Pflanzen, auf Bäumen oder zum Beispiel auf Steinen. Und sie sind da ortstechnisch, also von wo, geografisch völlig unabhängig. Es gibt Flechten in der Antarktis, dort gibt es glaube ich nur zwei Samenpflanzen, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber über 200 Flechtenarten. Und es gibt auch Flechten in Wüstengebieten. Und, das hat jetzt der Mensch wieder ausprobiert, Flechten können tatsächlich auch beachtliche Zeit im Weltraum überstehen. Also die sind da echt stabil und somit natürlich eine Erfolgsgeschichte. Wenn man so unwählerisch ist, kommt man auch durch die Welt. Apropos durch die Welt, seit ungefähr 600 Millionen Jahren schätzt man, dass Flechten auf der Erde schon unterwegs sind. Und da ist wieder interessant, dass zeitgleich, unabhängig, voneinander an verschiedenen Teilen der Welt ins Leben getreten sind. Also nicht so wie Wiege der Menschheit und dann haben wir sie auf der Welt verteilt, sondern dorten und da sind auf einmal nach und nach Flechten entstanden, ohne dass sie voneinander gewusst haben. Ja, das finde ich erwähnenswert. Wenn wir da das schon mal so sehen, stellt sich wahrscheinlich die Frage, ist denn so eine Flechte schädlich für den Baum? Nein, ist nicht. Die Flechten dringen nicht in die Leiterbahnen vom Baum ein, so wie das zum Beispiel die Mistel machen würde oder macht. Also die sind kein Parasit des Baumes, sondern sitzen eher einfach nur auf. Also das ist kein Problem, braucht man nicht entfernen, wenn man jetzt einen Obstbaum daheim hat oder so. Also das ist kein Thema. Zeitgleich haben Flechten, also das nennen sie die Flechtenstoffe, beziehungsweise werden sie auch Flechtsäuren genannt, geben sowas ab. Bei so einer Rinde ist es wurscht, weil die Rinde praktisch abbröckelndes Material vom Baum ist, aber wenn eine Flechte auf einem Stein aufsitzt, kann das Ganze wieder von Bedeutung sein. Diese Flechtstoffe bzw. Flechtsäuren können Steine auflösen, unter Anführungszeichen, das heißt zum Zerbröseln bringen. Das heißt, durch die Flechtstoffe werden Steine aufgespalten und versanden. Und dieses versandete Material ist dann aber wieder ein
Boden oder ein Nährboden, wo dann dafür schon wieder höhere Pflanzen keimen können und sich dort noch ansiedeln können. Somit können praktisch Flechten, sind Pionierpflanzen, können den Boden bereiten für weitere Pflanzen, die was sie dann dort ansiedeln können. Also auch das finde ich super interessant und wissenswert. Wisst ihr was? Jetzt wandern wir dann zum nächsten Baum weiter. Ich habe da gerade einen Hund spazieren gegangen, da warten wir das Ganze noch ab. Ich mag keine Leute filmen, die was das nicht wollen. Ich mag ja nicht einmal so gefilmt werden. Nachher werden wir auch mal ein bisschen das Zoom rein tun, weil dann wird er praktisch erst ersichtlich, wie genial viel Gestalt und viel Farben und viel schichtig diese Flechtenwelt ist. Ich halte einfach die Kamera da runter, der Hund wird mich nicht fressen, beziehungsweise ist das eh so ein kleiner Hund, den konnte ich fressen. Schauen wir mal weiter. Oh, und da habe ich sogar das Glück, dass wir da eine Strauchflechte haben, weil ich habe mir gedacht, ich habe da nur Fotos dann für euch. Wie mache ich das jetzt mit der Sonde, dass ich mich nicht selber die ganze Zeit blog? Gehen wir mal zu dem Baum, dort ist noch mehr Schatten. Ja, da haben wir wieder, ja, das passt mir da ganz gut. Wir haben ja gesagt, es ist zusammengestoppelt aus Pilz und aus Pflanze. Dass wir da jetzt ein bisschen gescheiter hergeredet haben, das Ganze hat natürlich auch einen Namen. Die Pilze sind die Mykobioten. Also Mykobionten und die Algen bzw. die Cyanobakterien sind die Photobionten. Also für die Photosynthese betreibenden, sagen wir Photobionten, und der Pilz ist der Mykobiont. Also aus den zwei sitzt sie das Ganze zusammen und die werkeln unter Anführungszeichen miteinander. Unter Anführungszeichen, weil eine Symbiose wäre ja eigentlich eine ausgewogene Partnerschaft, wo beide zumindest irgendwie vergleichbar einen Nutzen voneinander ziehen, und das ist da überhaupt nicht so gegeben. Nämlich der Pilz. Das fängt schon mal da so an. Die Photobionten, die was in Flechten vorkommen, gibt's auch jenseits dieser Verflechtung mit dem Pilz. Also es gibt die Grünalgen Alavo, es gibt die Cyanobakterien Alavo, aber umgekehrt, die Pilze, die was sie entschieden haben, in einem Flechtgewebe zu wachsen und zu leben, die gibt's in der Regel nicht allein. Also das heißt, der Pilz selbst, der ist angewiesen auf den Photobionten, aber der Photobiont eigentlich nicht auf den Pilz. Der Photobiont, also die Algen oder die Bakterien, haben zwar schon einen Nutzen unter Anführungszeichen von dieser Symbiose unter Anführungszeichen, nämlich erstens können sie in Lebensräume kommen, die was sonst für sie nicht geeignet sind, also weil es entweder zu hell sind oder zu trocken sind, aber das war es dann unter Anführungszeichen schon, das praktisch zu Hause gekriegt haben an einem Ort, wo sonst wahrscheinlich nicht zu Hause sein konnten. Der Pilz dafür, der kriegt die ganze Ernährung von Photobionten. Das heißt, für Feuchtigkeitshaushalt sorgt er praktisch auch noch für den Photobionten, der Pilz. Aber der Pilz ist so gesehen der Hund. Erstens ist nicht wirklich eine Freiwilligkeit, wieso der Photobiont beim Pilz wohnt, sondern wird auch Hungersymbiose genannt. Also so ein Photobiont geht diese Symbiose nur ein, weil er praktisch sonst nicht leben konnte, weil er verhungern müsste. Also es ist eine Hungersymbiose, eine Notvergesellschaftung, und er hat dann ziemliche Einschränkungen. Der Photobiont, also in der Regel ist das eine Grünalge, die es mit den Bakterien gibt, zwar mit den Cyanobakterien, die sind früher auch Blaualgen genannt worden, aber die Regel, also über 98% sind Symbiosen
bzw. Verbindungen mit Grünalgen. Und diese Grünalgen werden ziemlich kurz gehalten vom Pilz. Erstens wird eine sexuelle Vermehrung unterdrückt und zweitens wird die Ernte des erzeugten Zuckers vom Photobionten. Im besten Fall läuft es so ab, dass praktisch Pilzzellen und Photobiontenzellen zusammenlingen und da kann schon der Zucker zum Fließen anfangen. Ganz oft ist es aber auch so, dass der Pilz in die Zelle eindringt vom Photobionten, den praktisch penetriert mit einem Pilzfaden und direkt in ihm eindockt. Das kann auch dazu führen, dass sie diese Zelle vom Photobionten verändert bzw. über kurz oder lang zu dessen Tod führt. Also das mit der Symbiose, das stelle ich persönlich, eine Partnerschaft stelle ich ein bisschen sexier vor. Beziehungsweise ist zum Glück meine Partnerschaft besser gestaltet, sodass sie das ausgewogener ist vom Kosten-Nutzen-Faktor. Ja, es gibt, und das sehen wir da jetzt schon ein bisschen, und da gehen wir jetzt dann auch gleich nochmal um, es gibt viele verschiedene Formen von Flechten. Es gibt, also das hat, das muss ich jetzt ein bisschen geschickter zusammenbringen, ich zähle es einfach mal auf. Es gibt Krustenflechten, es gibt Blatt- bzw. Laubflechten, das ist ein und dasselbe, also das kann man Laubflechten oder Blattflechten nehmen, und es gibt Strauchflechten. Es gibt auch noch Galertflechten, das sind die, was in der Regel mit dem Cyanobakterium Verbindung eingegangen sind. Die können ganz glitschig werden, also und galertartig, ja, darum heißen sie auch so. Aber in der Regel, die drei häufigsten sind Krustenflechten, das ist da, seht ihr diese schwarzen Punkte, das ist eine Krustenflechte. Die Krustenflechten sind die, was ganz oft auf Beton oder auf Mauern wahrnimmt. Wir nehmen die oft einfach, wir glauben dann manchmal, das ist nur eine Verfärbung. Also das kann ausschauen wie so ein weißes Inselchen, wie wir das da sehen. Das findet man auch auf Rinden. Und das nehmen wir in der Regel gar nicht aus Flechte wahr. Also das sind die Krustenflechten. Die Krustenflechten sind auch jene, die was am häufigsten vorkommen, weil das sind die was am stabilsten sind, beziehungsweise am unempfindlichsten gegenüber Schadstoffen. Das wird jetzt dann noch wichtig, dass ich euch das gescheit erzähle, weil Flechten sind extrem anfällig punkto Luftqualität und sind auch Zeigerpflanzen in dem Bereich. Also Krustenflechten wird's am häufigsten finden, die sind die, was am stabilsten sind. Jetzt gehen wir da ein bisschen um nochmal. Die Laub- bzw. Blatt, ne, wo? Ja. Die Laub- bzw. Blattflechten sind die zweithäufigsten, was finden wird. Und da, ich traue mir jetzt sogar sagen, dass das die, nicht die, sondern da gibt es wieder viele, Blasenflechte ist. Ich muss meine Schummler da immer mitnehmen. Schauen wir da nochmal um. Weil da habe ich, waren auch so schöne, genau. Also das da, dieses blau-grüne oder blau-graue sind Blasenflechten. Traue ich mich jetzt wirklich schon behaupten, dass ich, ja, also ich bin ja kein Flechtenkundler, aber das, ja, die werde ich ganz häufig sehen. Und das zweithäufigste oder vielleicht sogar das häufigste punkto visueller Auffälligkeit sind Gelbflechten. Seht ihr? Also das sind Gelbflechten. Das ist mein Schotten im Bild, das sind Gelbflechten, Gelbflechten, Gelbflechten. Also die Gelbflechten sind sicher mitunter die häufigsten Flechten. Das sind eben Blattflechten bzw. Laubflechten. Und dann gibt es noch, und das ist so jetzt Zufall, es gibt auch noch Strauchflechten. Seht ihr, was ist da jetzt mit dem Licht? Film da wieder gegen die Sonne.
das ist eine Strauchflechte. Die Strauchflechte, seht ihr, bei der ist es so, dass sie da tatsächlich so Verzweigungen und Verästelungen ausbilden. Und Strauchflechten sind auch die, die was am größten werden können. Die Krustenflechten, die sitzen einfach auf, die kann man auch in der Regel gar nicht ablösen, ohne dass man es verletzt. Also das kann man nicht ernten. Unter Anführungszeichen. Bei Laubflechten schaut das Ganze schon wieder anders aus. Also ihr seht, das würde sich ablösen lassen, wenn man ein bisschen geschickt ist. Und bei den Strauchflechten, das tue ich jetzt natürlich nicht, aber die kommt man, da war ein falscher Knopf drinnen, die kommt man sogar pflücken. Führt dazu, dass Strauchflechten, da kommen wir gleich vielleicht ins Mampfbohre rein, Strauchflechten werden zum Teil auch gegessen. Also nicht nur von uns Menschen in Notzeiten, muss man dazu sagen, sondern besonders die Rentierflechte wird von Rentieren auch gefressen, und das sind wirklich große Flechten. Und Rentiere haben aber ein spezielles Enzym, das Flechten für sie verdaubar macht und verwertbar macht. Aber es gibt genug Berichte, verunglückte Schiffsexpeditionen und, die was sie zum Teil mit Flechten über Wasser gehalten haben, bis wieder gerettet worden sind oder selber wieder Land erreicht haben, oder. Auch das finde ich voll interessant. Also, drei Flechtenarten, nämlich die Krustenflechten, dann die Laubflechten bzw. Blattflechten und die Strauchflechten. So, und jetzt brauche ich meinen Schummler. So schauen meine Schummler zum Teil aus. Das Blöde ist, ich mache mir extra schöne Schummler und dann dazu ich euch eh wieder irgendwas und vergiss, dass ich da mal nachschaue, ob ich eigentlich alles dabei gehabt habe, was ich erzählen wollte. Ich schau kurz, dass ich nachschaue. Also, ich habe ja gesagt, Luftqualität. Also, das bei Pilze ist so, also Schrägstrich dann dadurch aber Flechten, sie haben keine Ausscheidungssysteme. Das heißt, und sie beziehen ja ein ganzes Wasser und Nährstoffe aus der Luft. Nachdem die keine Wurzeln haben, wird alles aus der Luft aufgenommen. Das heißt, entweder durch Regen, beziehungsweise durch Nebel, beziehungsweise durch feinste Feuchtigkeitsteilchen in der Luft. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, in unserer Zeit und Welt mit Abgase und Co., wenn man immer wieder was aufnimmt und nie was ausscheiden kann, dann kann es sein, dass man irgendwann in seinem Körper eine Übersättigung an Schadstoffen hat, die was dann dazu führen, dass man stirbt. Das ist bei uns Menschen nicht anders und das ist auch bei den Flechten so. Somit sind die ein Bioindikator, sagt man da, eben für Luftqualität. Und das Tolle ist, bei uns gibt es jetzt schon langsam wieder Flechten. Das war einmal viel schlechter. Ihr habt gute Chancen, dass ihr solche Blattflechten besonders, zum Teil, wenn es ein bisschen höher oben seid, dann eben auch diese Strauchflechten mittlerweile wieder entdecken könnt. Tolle Sache. Beobachtung aus eigenem Erfahrungsschatz sozusagen. Meine Lady, meine Haseline, die wohnt in einem Dörfe sozusagen. Und dort finde ich tendenziell viel weniger Flechten wie bei mir in der City. Das klingt jetzt komisch, aber wir in der City, auch wenn wir bei uns da in Linz da hinten ist föst und weiß gut, was einen Haufen Abgase haben, in der Regel werden die gefiltert. Autos haben Katalysatoren und Fabriken haben verpflichtend irgendwelche Filter. Am Land ist so, und das sieht man besonders eindrucksvoll oft im Winter, dort wird noch ganz viel mit Kohle und mit Holz und solche Sachen geheizt, und das sieht man dann im Winter, wenn man aufs Dörfli schaut, ist ganz viel Rauch und der hält sich, und dann, wenn man das richtige Luftdruck hat, druckt es das runter. Dort haben sie die Flechten viel schwerer, weil einfach viel gröbere und mehr
Schadstoffe nur in der Luft sind. Unglaublich, aber wahr. Also, weiß ich nicht, meine Beobachtung. Die ist nur dazu gesagt. Na gut, dass ich meinen Schommler mitgehabt habe. Ich glaube, da kommt jetzt wieder ein Hund. Ja, auch der wird mich nicht fressen. Die ist nur dazu gesagt. Dann, essen, jein, also nein, außer in Notfällen. Und es gibt auch giftige Flächen, wobei Flechten, wobei für den Menschen, nachdem es keine Essverwendung gibt, wir wissen es nicht. Es gibt die Wolfsflechte, die ist besonders giftig für Füchse und Wölfe. Das ist auch genutzt worden, um Köder zu vergiften, eben für Fuchs und Wolffang. Und sie riechen noch was, oder manche riechen noch was, sie werden auch in der Parfümindustrie, Duftindustrie zum Teil verwendet und früher sind sie zum Färben verwendet worden. Aber die Farbe hält scheinbar nicht gut. Der Hund ist da gewesen. Und jetzt noch abschließend, weil das gehört auch dazu, wie vermehrt sich das Ganze? Ich sehe schon, es wird lang, aber dafür kommen wir mit einer Folge aus. Wie vermehrt sich das Ganze? Eigentlich auf zwei Wegen. Einmal, so wie Pilze das machen, weil sie ja ein Pilz ist, über Sporen. Aber das, da tut es sich nicht so leicht, der Pilz. Weil, wenn eine Spore ist praktisch, ist nicht wie ein Pollen, sondern eine Spore ist wie ein Samen. Sporen fliegen aus und wenn sie dann wo ankommen und auskeimen, dann kann eine neue Pilzgeneration entstehen. Nachdem das ja nicht nur ein Pilz ist, haben sie einfach dann das Problem, sie müssen auch einen passenden Photobionten fangen können oder finden, weil sonst wird das nichts. Also die sexuelle Vermehrung unter Anführungszeichen ist da nicht so einfach und ist sicher nicht die Hauptstrategie. Viel leichter ist für sie, und das machen sie auch, ist, dass ganze Teile Sollbruchstellen unter Anführungszeichen haben, aber die Krustenflechten kann was wegfliegen und da fliegt dann nicht nur Spore weg, sondern es fliegt praktisch ein ganzes schon Kombipaket weg, wo schon der Photobiont mit ist und der Pilz. Nachdem der Pilz das Wachstum regelt, kann er, ja, habe ich ja schon gesagt, wir Menschen haben einen Vogel, und ja, ich bin auch ein Mensch, nur dass ich das auch nochmal dazu gesagt habe, kommt wieder wo an und dann kann er praktisch dort wieder weiter wachsen. Also das ist praktisch die anständigere oder die effektivere Verbreitungsmethode, dass gleich Photobiont und Pilzmaterial sich ausbreitet. Das noch abschließend. Ja, ich bin mir sicher, ich habe wieder 1000 Dinge vergessen, aber vielleicht sehen wir das jetzt einfach aus Einleitung, dass man mal ein bisschen was weiß über Flechten. Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe des Jahres immer wieder mal auf Flechten stoßen werden und vielleicht wiederhole da dann das ein oder andere Gesagte, beziehungsweise hole das ein oder andere Vergessene, was ich jetzt nicht gesagt habe, nach. Und jetzt nehmen wir sie noch ganz kurz die Zeit, ich habe da jetzt das Zoom rein, dass wir sie mit dem Zoom da ein bisschen diese Flechtenlandschaft anschauen. Es ist doch wirklich fantastisch, oder? Und ihr könnt zu wie gehen, wo es wollt. Ja, eben auf Asphalt, da sehen wir das, seht ihr das? Da ist ein bisschen rot. Das nur mal so die Farben vielleicht, also ganz häufig sind es eben so braun und grau und weißlich, also sehr unauffällig. Aber das kann auch gelb sein, orange, rot, rosarot wie da. Also das ist wirklich eine fantastische Welt. Und ja, also wenn euch einmal wo fad ist und es sind keine Pflanzen da, stützt euch ganz nah zu wie. Und schaut euch einfach so einen beflechteten Stamm an. Ihr werdet da ganz lang staunen und schauen können und wahrscheinlich immer wieder mal auf einmal doch nochmal was Neues entdecken, wo man so denkt, hey, boah, schau, das ist ja doch wieder ganz eine andere Flechte. Das schaut zwar ähnlich aus, aber ja, tolle Sache. Gut, das zu Flechten. Ich hoffe, es war was dabei, was man noch nicht gewusst hat oder brauchen kann. Und wir sehen Sie bei der nächsten Führung.